Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Es ist der 14.05. 9.15 Uhr und wir machen heute die im letzten Video versprochene und angesprochene Ethereum-Analyse. Ich habe das Ganze heute ein wenig anders gehalten. Ich habe mich weg vom Chart begeben und das Ganze mit Screenshots vorbereitet, die ich dann in einer Art Präsentation euch vortragen werde. Einfach aus dem Grund, da ich im letzten Video auch berechtigte Kritik bekommen habe, dass das Gesagt, ziemlich schnell war und ziemlich zusammenhangslos, was ich natürlich auch voll verstehe, aber zu dem Zeitpunkt war einfach die Phase, wo wir einfach immer höhere Highs gesehen haben, gepaart mit Preisalarmen, sehr viel Koffein, sehr viel Screentime und ich dementsprechend einfach die ganze Zeit nur zwischen den Timeframes hin und her gesprungen bin und wirklich in meinem Kopf alles ein wenig durcheinander war und dementsprechend war der Content im Video jetzt auch nicht so schön gereiht. Das wird in diesem Video anders, darauf habe ich mich vorbereitet, die Kritik habe ich zu Herzen genommen und das Ganze ein wenig umgestellt. Gebt mir bitte gerne Feedback, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn ich die Analysen ab jetzt so vorbereite. Ich denke, es ist ein wenig professioneller und ein wenig besser zu folgen und ich würde sagen, wir starten direkt damit los. Und gerade noch ein kurzes Vorwort, liegt mir schon längere Zeit am Herzen. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die Monetarisierung meiner Videos komplett zu unterlassen, da die Werbeanzeigen einfach geflutet werden mit Network-Marketing-Typen. Das ist speziell im Finanz-Krypto-Bereich der Fall. Ich will diesen Leuten einfach keine Werbeplattform geben vor oder während meinen Videos, habe mich dementsprechend entschlossen, meinen Content einfach mit meinen Börsen-Reflinks zu monetarisieren. Ich nutze die Börsen selber jeden Tag, ich stehe da hundertprozentig dahinter. Falls ihr schon registriert seid und einfach den 10% Fee-Rabatt haben wollt oder einfach meinen Content unterstützen wollt, nehmt einfach den Reflink in der Beschreibung und ja, wie gesagt, ist einfach der beste Weg mittlerweile, den Content ein wenig zu monetarisieren, den Aufwand ein wenig zu entschädigen, ein wenig mehr Equipment anzulegen, da es einfach nicht mehr tragbar ist, jeden Tag diese Network-Marketing-Werbungen zu sehen. Ich halte es einfach nicht mehr aus und dementsprechend habe ich jetzt einfach die Anzeigen rausgenommen. Und wir starten jetzt hier einfach gerade mit einem kurzen fundamentalen Chart. War mir einfach sehr wichtig, das kurz reinzubringen, da für mich wirklich dieser ICO-Hype einer der Mitkontributoren war, warum ETH gerade im letzten Halbjahr 2018 nochmal stark geblutet hat. Ihr seht hier in Blau die ETH, die von den ICOs aufgenommen wurden und in Rot die ETH, die zu den Börsen gesendet wurden. Ich glaube, ich brauche die Grafik nicht stark zu erklären, aber was ihr sofort seht, ist, dass wir im Juni 2008 diesen letzten Spike hatten und seitdem wirklich diesen ETH-Fluch der ICOs hinter uns lassen. Es war für mich wirklich sozusagen einer der Hauptfaktoren, warum ETH nochmal um einiges stärker geblutet hat, wie ich schon erwähnt habe, da einfach das Angebot an ETH-Tokens, dass diese ICOs, vorwiegend Scam-ICOs, aufgenommen haben, einfach so unfassbar riesig war, dass einfach so viel auf den Markt gekommen ist, was einfach keiner im Retail-Bereich annähernd aufkaufen konnte und annähernd einen Preis halten konnte. Das war nun mal so der Einstieg, wo ich ziemlich interessant war, diesen Chart hier mit einzukooperieren. Zweiter Chart, den ich mich entschlossen habe, hier reinzubringen, war die Long-Short-Ratio auf Bitfinex. Einfach generell, um das Sentiment so zu erkennen. Chart ist ganz interessant. Man sieht hier wirklich, dass gerade keine Partei im absoluten Plus ist. Wir hatten hier einmal am 12. Mai die Situation, wo die Longs wirklich stark nach oben gegangen sind. Was dann auch passiert ist, ist wie folgt. Ein starker Drop. 7% der Longs haben dann am 12. Mai ihre Position geschlossen. Und wir sind jetzt im Bereich, wo wir zwischen Longs und Short ziemlich ausgeglichen sind. Hier sehen wir auch nochmal, was passiert ist, wo die Longs stark gestiegen sind, starker Drop. Das heißt, von der Long-Short-Ratio sieht hier auch alles sehr gut aus. Jetzt switchen wir mal zu den Charts und zum wirklich interessanten Teil dieser Analyse und zum Kernteil dieser Präsentation. Ja, was sehen wir hier? Wir sehen hier den Ethereum USD Wochenchart. Wir sehen hier konkret das Volumenprofil, das anzeigt, wo das größte Volumen getradet wurde. Der rote Punkt, die rote Linie wird Point of Control genannt. Das ist der absolute Preislevel, wo das meiste Volumen dieser Range getradet wurde. Und wir sehen hier konkret eine 245 Tage lange Akkumulationsphase mit hohem Volumen. Was wir hier sehen, ist genau das Gegenteil, nämlich den Abverkauf mit niedrigem Volumen,
keine wirkliche Resistance, einfach ein schneller Drop. Das heißt, wenn wir hier raufgehen, sollten wir diesen Bereich hier treffen, wo wirklich das letzte hohe Volumen ist, geht es hier ganz, ganz schnell. Dazu aber noch später. Generell einfach erster Einblick, Wochenchart, Akkumulationsphase, hohes Volumen, schöner Trend nach oben. Ja. Hier im Vergleich jetzt der Bitcoin Weekly Chart. Wir hatten hier eben diese Akkumulationsphase, die eben 126 Tage gedauert hat beim Bitcoin. Auch hier wieder den Abverkauf mit niedrigem Volumen, wobei im Vergleich zu Ethereum, wo wir hier wirklich gar kein Volumen haben, im Vergleich zu den Bonen, das Volumen hier auch schon ein wenig größer war. Aber dennoch, es war ein großer Gap, heißt das, eine große Lücke im Volumenprofil, die wir dann bis hier ja wirklich sehr schnell aufgefüllt haben. Auch interessant, diesen Bereich haben wir gar nicht reagiert, dazu habe ich im letzten Bitcoin-Video was gesagt. Aber wie gesagt, nur mal so als Vergleich, die Akkumulationsphase Ethereum, Akkumulationsphase Bitcoin, 254 Tage, 126 Tage, sorry, 245, 126. Hier jetzt noch die direkte Gegenüberstellung der Marktstruktur. Wir haben hier links Ethereum, wir haben hier links Bitcoin, wo er im Bereich 4000 war. Das heißt, wir haben hier den großen Pump noch nicht auf dem Chart. Wir sehen hier eine Struktur von Higher Lows und Higher Highs, höher werdenden tiefen Stellen am Chart und höher werdenden hohen Stellen am Chart. Ich bekomme immer auch wieder die Kommentare, ich soll mich mehr auf Deutsch ausdrücken, aber es gibt einfach so Ausdrücke, wo es einfach bescheuert klingt, das auf Deutsch auszudrücken, also seht es mir nach. Der Chart dürfte recht klar sein. Wir haben hier eine ziemlich ähnliche Struktur. Der einzige Unterschied ist, dass wir hier bei Ethereum dieses Level haben, was uns gab. Bei Bitcoin hatten wir hier einfach kein Level. Deswegen haben wir hier diesen parabolischen Anstieg relativ schnell gesehen. Ethereum muss dieses Level erstmal aus dem Markt nehmen, bevor wir dann wirklich den ähnlichen Gap haben, den wir auch hier haben und wir dann wirklich schnell diese Range auffüllen könnten. Hier jetzt ganz interessant der Inverse Chart. Kennen vielleicht viele von euch nicht. Wenn ihr Alt plus I auf Trading View drückt, könnt ihr euch diesen Chart anzeigen lassen. Das ist im Prinzip der gleiche Chart, nur auf den Kopf gestellt. Ich nehme den Chart ab und zu her und habe ihn auch hergenommen, als wir im Bereich bei Bitcoin 3500 waren, um einfach kurz mal das Sentiment zu checken, um kurz mal abzuchecken, okay, ist meine Ansicht auf den Chart wirklich richtig oder interpretiere ich einfach etwas rein, was gar nicht da ist? Hier habe ich den Bitcoin-Chart genommen im Bereich 4000. War einfach irgendwie jetzt auch im Inverse-Chart nochmal klarer, dass wir diesen Bereich hier auffüllen könnten. Wir haben hier umgedreht, ihr müsst jetzt aufpassen, ich rede jetzt wirklich, als wäre dieser Chart so real. Wir haben hier immer tiefer werdende Hohes. Wir halten diesen Boden hier ähnlich zur 6K-Range und haben dann diesen großen Drop gesehen, der dann zu dem umgekehrten Run auf 8000 Dollar geführt hat. Hier Ethereum im Vergleich einfach ja ziemliche Ähnlichkeit. Wir haben hier diesen riesen Gap im Volumenprofil. Im Vergleich zu Bitcoin war dieser Gap einfach ziemlich klein. Also seht doch mal, wie viel Potenzial hier bei Ethereum ist. Und halten wirklich gerade momentan nur dieses 200er Level, was uns wirklich vom absolut großen Pump noch ein wenig abhaltet. Ja, wechseln wir jetzt kurz zum ETH Bitcoin Chart. Wir hatten ja vorher immer die US-Dollar-Charts, die ich auch präferiere, da ich auch gegen US-Dollar trade. Ist einfach meine persönliche Präferenz. Ich bin nicht so der Fan von den meisten Bitcoin-Paaren, da die wirklich oft illiquide sind und oft auch ja, bedingt durch Bitcoin ziemlich komische Preisbewegungen sehen, die ich einfach so nicht vorhersagen kann. Dementsprechend bin ich eher ein Fan von USD-Charts, aber ich ziehe die Bitcoin-Charts immer zu Confluence heran. Die Confluence haben wir hier gegeben durch den ETH-BTC-Wochenchart. Sorry für den Versprecher. Wir haben jetzt hier einfach ganz klar charttechnisch den absoluten Support erreicht. Wir sind hier an der untersten Stelle, die wir hier erreichen können oder die wir hier erreicht haben. Wir haben den Support getroffen, haben auch hier wieder eine Akkumulationsphase, nur haben wir hier noch keinen wirklichen Pump gesehen. Ihr seht hier dieses Level, worauf der Chart oder worauf der Preis beim ersten Run direkt reagiert hat. Wir sind hier hochgerannt, Sell-Off, hatten hier dann wieder den nächsten Run, Sell-Off und kommen jetzt zu diesem Support, der, wie gesagt,
einmal hier etabliert wurde, das zweite Mal hier getestet wurde und jetzt ja das dritte Mal hier getestet wurde. Wir haben hier drüber wieder gar nichts. Ich habe hier freie Luft hingeschrieben. Es ist einfach nichts dazwischen bis zu diesem Bereich 0,055, was schon ein unfassbar krasser Anstieg wäre von 0,025, also über 100%. Und wie gesagt, der Chart hier so als Confluence, der Boden ist hier, hier ist die Resistance, hier ist die Resistance. Der nächste Faktor für mich, warum ich einfach interessiert bin an Ethereum-Käufen. Wir sind jetzt hier am Daily Chart, das Ganze jetzt ein wenig zu sezieren und ein wenig mehr in die Anatomie des Preisschwungs zu gehen, wie man das so schön sagt. Wir haben hier den Daily Chart, wir haben hier die erste starke Resistance bei $210 erreicht. Das kommt von diesem Sell-off-Level hier. Das heißt, wir haben diesen ganzen Abwärtsschwung bereits aufgefangen und haben uns jetzt bei dieser $210 Resistance das erste Mal gestoßen. Wir haben hier den nächsten Support, das sind die $194, die wir hier etabliert haben, durch diesen kleinen Support hier in diesem Bereich, sind und dann hier rangestoßen. Die letzte Daily Kerze hat darunter geschlossen, das war dann Resistance und gehe jetzt davon aus, dass beim nächsten Touch wir hier Support sehen werden und Support sehen sollen. Der nächste größere Support ist der $180 Support, 180 bis $185. Es ist ein wenig schwierig wegen den Wicks, aber im Prinzip ist das der Bereich, der wirklich halten sollte, um dieses größere Szenario auch zu sehen. Ich will wirklich nicht sehen, dass wir jetzt diese Resistance testen und dann wirklich hier nochmal komplett nach unten durchrauschen. Sollten wir das sehen, müsste ich mein Szenario nochmal ja, neu durchdenken. Dieser Bereich hier, also dieser weiß hinterlegte Bereich, ist für mich auf alle Fälle der absolute Bereich, der langfristig auf alle Fälle halten muss. Das ist der Bereich $160 bis $150. Das ist das absolute Invalidationslevel. Ich habe es hier aufgeschrieben. Wenn wir hier drunter brechen sollten, verwerfe ich mein Szenario fürs Erste und gehe davon aus, dass wir nochmal tiefere Lows bei Ethereum sehen werden. Bis jetzt, wie gesagt, $194 erster Support. Je nachdem, wie stark die FOMO ist, könnten wir von hier direkt wieder weiter pumpen. Nächster Support dann wirklich starker Support, Resistance bei $180 sollte unbedingt halten, sage ich jetzt mal, sollten wir da runterbrechen, müssen wir uns auf dem Weekly Chart orientieren, um euch mal die Zonen auf dem Daily Chart näher gebracht zu haben. Die Wochenkerze ist jetzt der Punkt, der mich noch ein wenig stört an dem ganzen Szenario, sage ich euch ganz ehrlich. Die Wochenkerze hat einfach noch das Potenzial, da ja heute erst Dienstag ist, außerhalb dieser Resistance zu schließen. Wir sind jetzt durch mittlerweile und es sieht auch mittlerweile gut aus, aber wie gesagt, die Kerze hat noch 6 Tage offen und ich will absolut nicht das gleiche sehen wie hier, heißt, dass wir hier nochmal drunter schließen. Der ideale, absolut ideale Einstieg wäre für mich, dass wir hier wirklich komplett durchbrechen, hier auf die 250 $ hochrennen, das wäre die nächste starke Resistance. Dann einen großen Abverkauf sehen und dann einfach meine Longs für den langfristigen Swing abholen. Würde das passieren, wäre ich wirklich extrem daran interessiert, diesen Bereich Bits zu legen, da dann einfach wirklich mein Szenario um einiges mehr wahrscheinlicher wird, als wie wenn ich jetzt dieses Level kaufen würde. Einer meiner Strategien wird wahrscheinlich sein, $194 jetzt auch zu kaufen und $180 auch zu kaufen. Aber ich kann aufgrund dem Risiko dann natürlich nicht diese große Positionen auflegen, die ich auflegen würde, wenn ich das sehen würde. Würde ich das sehen, hätte ich hier ein klares Level. Dann könnte ich sagen, okay, ich lege hier meine Longs hin. Hätte dann mein Invalidationslevel knapp darunter und hätte dann einfach das perfekte Setup für den Sommer 2019 oder für den Rest des Jahres, weil das Risiko definiert ist, das Target definiert ist und die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch ist, dass wir, wenn wir diesen Support testen, zumindest einen ersten großen Bounce sehen. Das heißt, wenn wir einen ersten großen Bounce sehen und ich den Support mit einer großen Position kaufe, kann ich meinen Stop einfach so trailen, dass ich einfach die gedankliche Freiheit habe, diese große Position so lang wie möglich zu halten. Das wäre wirklich meine absolut ideale Situation und wirklich das Level, wo ich Riesenpositionen aufbauen würde. Hier gesagt, hier Intraday kann ich einfach noch nicht
so groß in den Markt gehen, wie ich wollte, weil einfach das Risiko noch viel zu groß ist, dass sie diesen Support vielleicht testen, dann hier raufrennen, $190 retesten und dann nochmal einen Sell-off haben. Ich habe hier nochmal einen kleinen Setup-Vergleich gemacht. Ich musste das jetzt auf der Schnelle raussuchen. Dementsprechend habe ich kein Weekly Setup gefunden, was so ähnlich aussieht wie dieses Setup. Aber im Prinzip spekuliere ich einfach auf eine ähnliche Situation, wie dieses Fractal uns zeigt. Das ist einfach der Pfund-Dollar-Chart, GBP-USD. Das Setup, was ich hier anspreche, ist immer gleich und wirklich eines der Setups, das ich zu 90% so kaufe. Wir haben hier einfach immer eine ehemalige Supportzone, die auch hier um einiges klarer ist als auf dem Weekly Chart. Wir brechen hier durch, haben hier diesen Fakeout, die Standardabweichung der ehemaligen Preisrange. Das heißt, hier wären die Trader, die long im Markt sind, ausgestoppt. Sie verkaufen mit ihren Stop-Ordern und liefern somit Liquidität für große Käufer. Der Preis geht hier wieder durch. Wir sehen den ersten Sell-off. Preis testet dieses Level nochmal, das hier so lange gehalten hat, dass hier abverkauft wurde. Und was dann passiert, seht ihr selber. Ja, klassisches Setup. Ich habe unzählige Setups als Beispiel. Ihr könnt euch wirklich auch die Altcoin-Charts durchsehen. Ich glaube, ich habe heute schon wieder vier, fünf Preisbewegungen gesehen, die wirklich eins zu eins dieses Setup widerspiegeln. Schaut euch mal den XLM Weekly Chart an, zum Beispiel. Da seht ihr sowas Ähnliches wie auch hier. Ja, letzte Folie hier. Target, Sir, Fragezeichen. Ja, wie gesagt, mein ultimatives Target wäre hier jetzt erstmal die $400 Range. Alles andere, was hier drüber geht, habe ich schon mit Sternchen geschrieben, Hopium. Bitte nehmt das jetzt nicht zu ernst mit diesen $800. Ich sehe es als möglich. Ich sehe es rein vom Chart her, sollten wir erstens mal dieses Level aus dem Markt nehmen und dann auch noch dieses Level. Ist es rein charttechnisch möglich? Deswegen auch diesen Paper Frog dazu. Es ist eher ein Meme. Es soll jetzt keine Empfehlung sein und auch kein Target von mir. Mein Target liegt ganz klar bei $400. Mein Setup ist definiert. Ich gehe davon aus, dass wir diese $400 sehen werden. Kleines Schlusswort dazu gleich, damit ihr jetzt nicht wirklich all in geht oder irgendwie euch denkt, okay, der hat das gesagt, das muss eintreten. Wie gesagt, ich warte auf das Setup noch. Ich bin noch nicht im Markt. Sollte ich meine Einstiegsvoraussetzungen vortreffen, werde ich mich entsprechend vorbereiten und große Positionen aufbauen. Keine Angst, sollte es soweit sein, bekommt ihr es von mir auf alle Fälle noch mit. Und das wäre auch schon die kurze Analyse jetzt zu Ethereum. Ich habe das Ganze heute, wie gesagt, ein wenig anders gehalten. Schreibt mir gerne euer Feedback in dem Kommentar. Und hier jetzt ganz wichtig noch mein Schlusswort. Bei diesem Szenario handelt es sich lediglich um meine Eigenanalyse. Ich habe meine Einstiege und mein Risiko genau definiert und auch kalkuliert. Ihr solltet euch in der jetzigen Marktphase nicht von YouTube-Prognosen zu einer Investition verleiten lassen. Gerade in dieser gierigen Phase, wo ihr wirklich jetzt wieder jeden Tag ein Video seht: oh, Ripple zu $50, IOTA bald $10. Bitte nicht davon leiten lassen. Jeder, der euch ein hundertprozentiges Eintreten eines Szenarios garantiert, ist ein Scharlatan, da exogene Variablen nicht beeinflusst werden können. Was meine ich damit? Wir können hier lediglich die Vergangenheit analysieren und nicht die Zukunft. Sollte jetzt hier in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten irgendeine Variable ins Spiel kommen, zum Beispiel Vitalik Buterin verkauft 3 Milliarden Dollar ETH-Supply, dann wäre unsere ganze Idee, unser ganzes Setup, unsere ganze Analyse mit einem Verkauf komplett ausgelöscht. Dementsprechend sage ich, wir können die exogenen Variablen nicht kalkulieren, wir können einfach nur Risiko-Reward-technisch versuchen, das Ganze auf unsere Seite zu legen. Mehr können wir nicht machen und dementsprechend hier auch nochmal, bitte nicht ohne euer eigenes Risiko definiert zu haben, hier blind in den Markt zu gehen. Ich habe circa eine Strike Rate von 50%, das heißt, bei 10 Versuchen liege ich fünfmal falsch. Nur was das Entscheidende ist, wenn ihr bei fünfmal, wo ihr richtig liegt, das Doppelte gewinnt wie bei den fünf falschen Malen und euch schnell aufstoppen lasst, macht das absolut gar nichts aus. Ich kenne wirklich extrem gute Trader, die eine Strike Rate haben von 40%. Das heißt, von 10 Mal liegen die 6 Mal falsch, aber machen dennoch extrem viel Geld, weil sie einfach in den 4 Mal, wo sie dann gewinnen, einfach 5 zu 1 den Gewinn haben wie bei den Verlusten.
Und wenn ihr das hinkriegt, werdet ihr langfristig einfach unfassbar erfolgreich sein. Dementsprechend bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Chris.